Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zu den beiden neuen E-Bikes von Veloretti vorstellen möchte. Die Niederländer haben die beiden neuen Modelle heute frisch enthüllt und deswegen ist das hier ganz klar auch noch kein Fahrbericht. Der kommt aber auch auf meinem Kanal und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann solltet ihr am besten schon jetzt ein Abo dalassen, dann werdet ihr das auch in jedem Fall mitbekommen. Kommt ganz bald. So, jetzt aber rein ins Thema. Das sind die neuen Electric Ivy 2 und Electric Ace 2 von Veloretti. Los geht's. 2021 hat Veloretti, die man bis dato nur mit ihren schicken Kaffee-Racer-Bikes kannte, zwei E-Bikes auf den Markt gebracht und die waren wirklich überzeugend. Sie nannten sich Ace und Ivy und heute, rund zwei Jahre später, sind deren Nachfolger vorgestellt worden. Ace und Ivy, das sind keine komplett unterschiedlichen Modelle. Man kann es vereinfacht sagen, das Ace hat einen klassischen Diamantrahmen mit einem hohen Oberrohr und das Ivy hat das Oberrohr so ein bisschen abgesenkt. Ich werde mich auf das Ace konzentrieren, weil das für mich einfach ein bisschen interessanter ist. Noch immer, finde ich, sieht es nach Veloretti aus. Man erkennt die Designsprache auf jeden Fall wieder, auch wenn die Kanten und Knicke zum Teil so ein bisschen schmaler und eckiger geworden sind in diesem Fall. Und damit, finde ich, ist der Kontrast, der ohnehin schon vorherrschte, aus Hollandrad mit Retro-Design-Anmutungen und eben diesen futuristischen neuen Look noch stärker geworden in der zweiten Generation. Was geblieben ist, der Akku sitzt immer noch im Unterrohr und man sagt dem Veloretto ja immer so ein bisschen Van-Moof-Gene nach und hier hat er aber einen klaren Vorteil dem gegenüber, denn der Akku lässt sich wie auch bei der ersten Generation noch immer herausnehmen und somit überall aufladen. Er ist von der Kapazität ein bisschen größer geworden. Von 504 Wattstunden ist er auf 540 angewachsen. Die Reichweite wird aber noch immer mit bis zu optimistischen 120 Kilometern angegeben. Die Integration ist wieder super gelungen, das gefällt mir. Was mir auch gut gefällt, das sind auch in der zweiten Generation wieder die Lichter, Thema Beleuchtung. Schon die erste Generation hatte diese Hyperbolic Lights, so wurde das genannt. Das war vorne das Tagfahrlicht, das Veloretti-Logo, was immer illuminiert war, sah schon cool aus und hat auch nochmal so einen ganz eigenen, ja, eine ganz eigene Designsprache mitgebracht. Hinten gab es auch damals schon LED-Rücklichter, aber man musste das Frontlicht noch separat dazu bestellen und dann nochmal montieren vorne. Es war dann immerhin auch akkugespeist, aber irgendwie so ein bisschen, ja, dran gebastelt eben. Das ändert sich hier. Wir haben hier neue, größere Hyperbolic Lights. Vorne das Tagfahrlicht ist nochmal gewaltiger geworden. Sieht wieder sehr, sehr cool aus und darüber sehen wir diesmal rechteckig einen schön integrierten Scheinwerfer. Das wird Präzisionslicht genannt, stammt von Osram und soll wirklich sehr, sehr hell sein. Es sieht hier auf den Bildern auch so aus. Ich bin mal gespannt, wie der in der Praxis leuchtet. Das Rücklicht gefällt mir designtechnisch auch sehr, sehr gut. Das hat auch wieder diese U-Form bekommen, wie auch dieser hyperbolische Front-Tagfahrlicht-Scheinwerfer, wie auch immer man den nennen mag. Und beim Verzögern agiert es als Bremslicht, leuchtet dann noch einmal heller auf und signalisiert an den Verkehrsteilnehmer hinter euch, dass ihr gerade bremst. Darüber hinaus haben wir wieder einen sehr zu uns hingewandten, ja, Hollandrad-Lenker, einen bequemen Sattel, aber auch hier beides in der zweiten Generation nochmal ein bisschen sportlicher, nochmal ein bisschen futuristischer geworden. Ansonsten sind die sich aber von außen ja relativ ähnlich, also machen wir mal mit den Komponenten weiter. Wir haben wieder hydraulische Scheibenbremsen, da gab es ja auch so ein paar Probleme bei der ersten Generation. Jetzt setzt man direkt auf die MT200 von Shimano. Das ist bewährte Technik. Das ist sehr gut in meinen Augen. Gleich geblieben wiederum ist der Motor. Es ist ein Mittelmotor, der Bafang M200. Der war auch schon in der ersten Generation im Einsatz. Der bringt die erlaubten 250 Watt an Leistung mit und ein kräftiges Drehmoment von 65 Newtonmetern. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dürfte hier eigentlich nicht anders sein. Der ist lautlos und der arbeitet mit einem Drehmomentsensor. Das sorgt für ein sehr natürliches Fahrgefühl, passt auch zu so einem relaxten Rad, was wir hier ja immer noch haben. Und es dürfte für ein ziemlich angenehmes Vorankommen sorgen, gefällt mir sehr gut. Wieder dabei ist auch ein Carbonriemen von Gates, da setzen sie immer noch auf CDX, also kein Downgrade, wie das viele andere Hersteller mittlerweile gemacht haben. Der ist leise, der ist laufruhig, der ist so gut wie wartungsfrei, da verheddert sich nichts, der braucht kein Öl und damit solltet ihr so um die 30.000 Kilometer sorgenfrei fahren können. Und was so ein Riemenantrieb auch möglich macht, ist die Enviolo Automatik.
eine automatische Nabenschaltung, die in der Hinterradnabe sitzt. Gab es auch schon in der ersten Generation, bin ich jetzt auch schon in mehreren Bikes gefahren und die macht wirklich Spaß. Die richtet sich nach eurer Kadenz. Ihr sagt zum Beispiel, ich will, keine Ahnung, 60 Umdrehungen pro Minute machen. Und wenn ihr dann darüber hinausgeht, also schneller werdet, dann steigt der Widerstand, der eingelegte Gang wird automatisch und stufenlos höher. Und wenn das Bike merkt, dass ihr gerade so ein bisschen zu kämpfen habt, langsamer werdet, dann geht der Widerstand raus, der Gang wird niedriger. Das ist doch sehr angenehm, da bleibt die Kadenz, also die Umdrehungen pro Minute bleiben immer gleich, ohne dass ihr dafür irgendwas tun müsst. Und vor allem umfasst das eine gewaltige Bandbreite von 310%, ist schon eine sehr, sehr coole Technologie. Anfangs, finde ich, ist es immer so ein bisschen Gewohnheitssache, aber wenn man da mal reingekommen ist, dann denkt man irgendwann überhaupt nicht mehr darüber nach und kann trotzdem nicht wie beim Single Speed so mit Kompromissen leben, sondern die ganzen Vorteile von der Schaltung genießen, ohne sich irgendwie darum kümmern zu müssen. Finde ich stark. Wo ich auch sehr drauf gespannt bin, das ist das neue Display. Nicht mehr so ein kleines 2-Euro-Stück an der Seite, wie das in der ersten Generation der Fall war, sondern jetzt mittig und nahtlos im Lenker integriert. Das sieht sehr gut aus, wenn auch so ein bisschen, ja, fummelig vielleicht. Ich finde, es sieht auf den ersten Bildern aus, als hätte es einen sehr, sehr dicken Rahmen bekommen. Da wird man mal sehen müssen, wie gut sich das dann wirklich ablesen lässt. Aber es lässt sich eben einiges hier bequem in der Mitte ablesen. Darunter natürlich so Klassiker wie Akkustand, verbleibende Reichweite, so ein paar Fahrdaten und natürlich die aktuelle Geschwindigkeit. Aber was wir hier auch machen können, ist die Navigation vom Smartphone darauf spiegeln. Und das finde ich immer super angenehm, wenn es sich vermeiden lässt. Dann will ich nicht gerade mein Handy irgendwie mit einer Hülle dran montieren. Ich habe es immer lieber in der Hosentasche oder im Rucksack beim Fahren. Und das ist hier auf jeden Fall möglich. Man kann sich navigieren lassen, ohne dass man das Handy irgendwo griffbereit haben muss. Jetzt auch neu am Lenker nicht nur das Display, sondern auch die dazugehörigen Buttons. Auch die sind sehr schön integriert worden und was die genau können werden, dazu habe ich noch nicht allzu viele Informationen. Natürlich werden die wieder das Display umschalten können, die werden wahrscheinlich auch die Fahrstufen wählen können, aber die haben auch noch ein ganz interessantes Feature. Jederzeit, wenn ihr beide davon drückt, dank GPS und allerhand Konnektivitätsdetails, die da noch drin stecken, könnt ihr euren Standort teilen mit hinterlegten Kontakten. Das wird von Veloretti als so eine Art Safety-Feature beworben, denn wenn ihr damit mal irgendwie nachts alleine unterwegs seid, könnt ihr eure Kontakte direkt informieren, wo ihr seid, und wenn dann irgendwie der Punkt sich irgendwo auf der Karte verliert oder falsch abbiegt, dann können die euch mal anrufen und fragen, ob denn noch alles okay ist im besten Fall. Aber ich finde auch andersrum ist es praktisch, wenn ihr zum Beispiel verabredet seid und eurem Kontakt informiert, guck mal, ich bin unterwegs, hier kannst du mich tracken und siehst ganz genau, wann ich denn an der verabredeten Stelle eintreffen werde. Und so kommen noch allerhand Smart Features dazu in der App. Wir werden jetzt hier nicht alles runterrattern, sondern vielmehr verweise ich da gerne nochmal auf den Praxistest. Aber so ein paar Daten bin ich euch noch schuldig geblieben. Lasst uns die also mal noch abfrühstücken. Wir haben natürlich das Gewicht, was noch interessant ist. Und das ist mit 29 Kilo wirklich ziemlich hoch, also ein echter Brocken. Wird sich wahrscheinlich aufs Handling, zumindest aufs Hin- und Herfahren, auswirken. Aber immerhin müsst ihr das keine Treppe hochtragen, denn den Akku könnt ihr zum Aufladen ja rausnehmen. Also vielleicht kann man mit dem hohen Gewicht ja gut leben. Schauen wir mal. Es gibt Front- und Heckgepäckträger, die wird man später noch separat dazu kaufen können. Und es gibt auch wieder eine eigene Versicherung, die Veloretti hier im Zusammenspiel anbieten wird. Es kann ab sofort bestellt werden auf der Homepage. Ich habe es euch unten verlinkt, zu einem Preis von 3.300 €. Ja, es ist nochmal teurer geworden, aber auch die Konkurrenz hat sich in den Jahren immer weiter verteuert. Also das ist einfach eine Entwicklung, die kann man überall beobachten. 3.3 ist jetzt kein Schnäppchen mehr, aber es muss sich in puncto Preis auch nicht vor der Konkurrenz verstecken, wie ich finde. Die Lieferzeit wird ab jetzt mit 4 bis 6 Wochen angegeben. Wenn Sie das halten können, das wäre mal eine sehr, sehr erfreuliche Ausnahme, wenn ein Hersteller zwischen der Vorstellung und der Auslieferung der ersten Bikes, sagen wir mal, maximal 6 Wochen liegen hat. Das kann sich schon sehen lassen. Ob das kann sich schon sehen lassen, auch für das Gesamtpaket gilt, für das Fahrgefühl, für alles, was noch fehlt, was wir jetzt noch nicht durchleuchtet haben, das werden wir hier bald im großen Review sehen. Deswegen lasst mir doch gern ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Für den ersten Überblick am Vorstellungstag soll es das aber hiermit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung dazu doch gerne mal hier unten in die Kommentare oder wenn ihr noch Fragen oder Anregungen für das Review habt, dann auch gerne her damit. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen bis zum Ende. Das war's von mir. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.